einer neuen Folge Interviews unter dem Turm hier aus dem Amateurfunkzentrum im Baunatal. Wir haben ein ganz tolles neues Live-Studio hier. Das Team von Faszination Amateurfunk hat keine Kosten und Mühen gescheut und mit der Unterstützung des Distriktes Hessen, Foxtrot, hier ein Studio aufzubauen und uns das zu ermöglichen, dass wir jetzt auch im ganzen Bundesgebiet live schalten können. Und meine ersten Interviewgäste kommen aus Jüterborg, da im Ausbildungszentrum findet nämlich etwas ganz Tolles statt. Und dazu wird mir jetzt Ronny Jerke, Delta Golf 2, Romeo, Oscar, November mal erklären. Hallo Ronny, was passiert denn da bei euch gerade? Ja, hallo Steffi, hallo liebe Zuhörer und Zuseher ja vor allen Dingen. Hier in Jüterborg findet in dieser Woche der Intensivlehrgang statt von 0 auf E und ein Upgrade-Kurs von E auf Klasse A. Und ich habe schon gehört, da gibt es ja einige Teilnehmer, die denn dabei sind. Wie ist denn da die Anzahl oder wie ist denn da die Teilnehmerresonanz? Also Corona-bedingt haben wir dieses Jahr ein paar weniger Teilnehmer. Wir haben 7 Teilnehmer für den Aufstockkurs von E auf A und wir haben 3 Teilnehmer, die dann am Montag die Prüfung zur Klasse E machen wollen. Wie sieht denn da euer Pensum eigentlich aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich finde das schon sehr sportlich, oder? Von Montag bis Freitags lernen und dann die A bestehen? Ja, also ist ja nicht von 0 auf A, obwohl wir haben dieses Jahr auch wieder jemanden dabei, der von 0 auf A möchte. Für ihn wird es natürlich doppelt schwer, weil nicht nur die Technik für Klasse A zu lernen, sondern auch die Betriebstechnik und Gesetzeskunde noch zusätzlich zu haben. Da haben natürlich die OMs, die letztes Jahr dann die Klasse E gemacht haben, beziehungsweise vorletztes Jahr, und hier schon mit, also die schon mit einer Klasse E hier anfangen, es ein wenig leichter. Die müssen natürlich nur die Technik nochmal in der Prüfung schreiben, wobei das nur in Anführungsstrichen zu sehen ist. Hier rauchen schon ganz schön die Köpfe und es ist erst Dienstag. Das glaube ich gerne. Das ist ja auch ein Haufen Stoff, der da gelernt wird. Und du bist ja nicht alleine da. Bei dir ist Uwe Öhm, Delta Oscar 1, Uniform Oscar noch. Hallo Uwe, bist du da? Hallo Uwe. Hallo Steffi. Hallo. Jetzt sitzt du da schon seit Montag. Wie ist denn das da so in Jüterborg im Ausbildungszentrum? Also es ist eine sehr nette Umgebung hier. Die Leute, die diesen Lehrgang organisieren, die haben sich ganz viel Mühe gegeben, uns alles zur Verfügung zu stellen. Wir haben überall Desinfektionsmittel, wir haben überall Abstandsregeln, wir sind genau belehrt worden. Das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben. Ich habe letztes Jahr den E-Lehrgang gemacht. Da waren wir natürlich viel mehr Leute und diesmal sind wir deutlich weniger, haben deutlich mehr Abstand, auch zu den Lehrern. Aber das Lustige ist, dass 6 von den 7 Kollegen, die mit mir zusammen auf der Schulbank sitzen, letztes Jahr mit mir den E-Lehrgang gemacht haben und alle gesagt haben, wir kommen wieder hier hin, weil hier ist es halt so, dass man mit Erfolg zu diesem Ergebnis dieses Kurses geführt wird. Was hat dich Deswegen denn, sind alle wieder da. Ja, super. Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, letztes Jahr schon die E-Klasse da in Angriff zu nehmen? Wie bist du zum Amateurfunk gekommen? Ja, also Amateurfunk hat mich schon immer interessiert. Das liegt daran, dass ich schon während meiner Armeezeit mit Funk zu tun hatte. Ich habe aber die ganze Zeit in Berlin in einem großen Wohnkomplex in einer Neubauwohnung gewohnt, wo man also keine Antenne aufs Dach stellen durfte, einfach so, und bin jetzt seit einem Jahr glücklicher Brandenburger und habe damit auch die Möglichkeit, auf meinem eigenen Haus eine eigene Antenne aufzustellen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war diesen Amateurfunklehrgang, den ich unbedingt besuchen wollte, eben zu besuchen, weil ich finde, dass es ein ganz interessantes Hobby ist, das ganz viele von den Interessen, die ich habe, zusammenbringt, und deshalb macht es mir so viel Spaß. Wie würdest du das denn beschreiben, da diese Lernatmosphäre? Jetzt ist Ronny Jerke ja selbst da dann auch Referent oder besser gesagt Teacher. Wie ist das denn da vor Ort? Wie ist denn das Engagement der Leute da im E-Klasse-Kurs und jetzt im A-Klasse-Kurs bei euch? Wir sind ganz unterschiedliche Leute, die aus ganz unterschiedlichen Berufssparten kommen, die alle mehr oder weniger Amateurfunk als interessantes Hobby betrachten. Deshalb nach der E-Klasse gleich ein Jahr oder anderthalb Jahre später die A-Klasse machen wollen, weil es eben hier so eine lockere Atmosphäre ist, weil man ganz viel Wissen beigebracht kriegt, weil man immer die Möglichkeit hat, das, was man an Wissen beigebracht
bekommen hat, auch anwenden zu können. Wir dürfen hier in die Clubstation rein, dürfen uns das angucken. Und man hat eben die Möglichkeit, mit den Leuten aus ganz Deutschland, von Wolfsburg bis Heinigen, sich auseinanderzusetzen, deren Erfahrungen mitzubringen und mitzunehmen. Ich finde, das macht so einen Kompaktlehrgang halt aus. Es ist eine ganz tolle Sache vom Distrikt Jenki, vom Distrikt Brandenburg, dieses Ausbildungszentrum, vor allen Dingen, weil es überregional auch angeboten wird, da das Engagement. Das ist wirklich ganz großes Kino eigentlich, dass das einmal im Jahr wirklich eine komplette Woche, das sind ja Ehrenamtliche, die sich da vor Ort einsetzen, und das ist schon eine ganz tolle Leistung. Wenn du jetzt so siehst, wie der Lernerfolg hervorgeht, es tut mir auch leid, dass wir dich hier unterbrechen, in deinem Lernen. Was denkst du, wie sind die Chancen für dich, jetzt die Prüfung zu bestehen? Ja, das lässt sich schwer einschätzen, weil, wie gesagt, das ist erst Dienstag und das ist schon ganz schön viel, was ich bis jetzt mitgekriegt habe, was ich alles nochmal wiederholen will und wiederholen muss. Und nächste Woche Montag ist schon die Prüfung, also ich habe auch nicht mehr keine Backup-Zeit, um alles nochmal anzugucken. Das liegt einfach daran, dass es nicht so viele Prüfungstermine gibt und wir alle, die wir jetzt hier in der Schule sitzen, natürlich auch den Erfolg sehen wollen. Wir wollen natürlich zur Prüfung gehen. Die meisten haben sich für die gleiche Prüfung angemeldet und wollen am Montag in Berlin bestehen. Und ja, ich denke mal, wenn wir weiter so lernen wie jetzt, haben wir auch gute Chancen. Und die Belohnung ist ja dann auch eigentlich die Amateurfunkgenehmigung. Und ich glaube, jeder Funkamateur weiß, wie hoch da teilweise dann auch wirklich die Hürden liegen. Für den einen ist es schwerer, dem anderen fällt es leichter zu lernen. Aber Funkamateure sind ja per se Fachmänner eigentlich dann in Physik und Mathematik. Und das bekommt man dann wirklich bei der A dann wirklich hautnah mit. Ich finde das ganz spannend. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Du bist auch Mitglied im DRC, oder? Wie heißt dein Ortsverband? Ja, der Ortsverband ist Y73, das ist so ein überregionaler Verband für Brandenburg, für alle die zu weit entfernt von einem Ortsverband zu Hause sind. Und bei mir ist das ein ganz kleines Dorf im Brandenburgischen, wo ringsherum also ich sehr weit fahren müsste zum nächsten Ortsverband. Deswegen haben wir diesen Y73, diesen virtuellen Ortsverband. Und wir sind dann eben über Internet und andere Kommunikationsmittel eben in Kontakt. Wir hören uns ja über Funk, aber wir hören uns eben auch mal über Telefon oder über eine E-Mail. Und das ist eigentlich das Interessante daran, dass man dann irgendwann auch mal ein Gesicht zu dem Funkrufnamen hat, den man sonst eben nicht sehen würde. Das ist das, was Spaß macht dabei. Ja, das wird ja dann wahrscheinlich ein großes Hallo, wenn du dann mit der A-Klasse Amateurfunkgenehmigung dann um die Ecke kommst. Und wie gesagt, wir drücken dir da von ganzem Herzen ganz, ganz fest die Daumen. Und wir haben auch in Corona-Zeiten eigentlich gemerkt, wie es ist, gemeinsam auf Distanz zu sein. Die Funkamateure haben da eigentlich wenig Probleme, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, weil die Community ja weiterhin Bestand hat über Funk, über Online-Vorträge, die auch der DRC anbietet. Also wie gesagt, von ganzem Herzen drücken wir die Daumen und fragen nochmal, Ronny, bist du denn noch da? Moment. Na klar, bin ich noch da. Hallo. Das Ausbildungszentrum Brandenburg blickt ja auch auf eine gewisse Historie zurück. Wie sehen denn eure Planungen zukünftig aus in dem Bereich? Also das ist ja jetzt der vierte Kurs in Folge, der hier stattfindet. Diesmal leider ohne den 3. Oktober, der uns immer als Feiertag in der Woche geholfen hat. Aber wir werden nächstes Jahr weitermachen. Klar, den Kurs wird es wieder geben. Wir werden ihn wieder anbieten und machen die Woche wieder voll. Und wenn wir nächstes Jahr die Bedingungen haben, es wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen weg sein, dann werden wir es so gestalten wie in diesem Jahr, dass wir die Abstandsregeln einhalten, alle Hygienemaßnahmen hier zur Verfügung stellen und dann auch mit verminderter Teilnehmerzahl, um ja, die Leute halt zum Erfolg zu führen. Also ein ganz großes Dankeschön an euch für euren Einsatz da vor Ort und drück alle Teilnehmer von mir, virtuell natürlich und auf Distanz, aber ganz, 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 ganz viel Glück bei der Prüfung und natürlich das Erlernte dann auch dann da einsetzen zu können. Und vielen, vielen Dank nach Brandenburg. Und ja, das war mein erstes Live-Interview hier aus dem Studio im Amateurfunkzentrum im Baunatal. Ich bin schon relativ aufgeregt, dass wir das jetzt hier haben, dass wir die Möglichkeit hier haben. Wir versuchen euch weiter zu informieren über tolle Sachen, die hier in Deutschland passieren, im DRC e.V. Und damit verabschiede ich mich wie immer mit ganz herzlichen VY73, eure Steffi Delta Oscar 7 Papa Romeo.
wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, abonniert ihn und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann drückt die Glocke. 73 aus Baunatal.